In diesem Video möchte ich dir das Equipment an die Hand legen, das du für deine allererste App brauchst, mit dem du loslegen kannst. Bis gleich. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit Chemit Labs. Ja, was ist denn das nötige Equipment? Vermutlich erwartest du von mir jetzt, dass du, was weiß ich, einen Mac brauchst oder einen Windows-Laptop, die und die Entwicklungsumgebung, ein Android-Telefon, ein iPhone-Telefon, irgendwelche Kabel und das Ganze halt dann eben testen zu können. Ich möchte aber im Grunde auf was ganz anderes raus. Wenn du nämlich einfach so startest in die Entwicklung, da kommt da höchstwahrscheinlich irgendein Quatsch bei raus. Deswegen, ganz ehrlich, das, was du als allererstes brauchst, um eben in die Entwicklung zu starten für dein erstes Projekt, ist im Grunde einfach nur ein Block und ein Bleistift. Oder was weiß ich, sonst irgendein Stift. Aber im Grunde, ganz klar, wichtig ist, mach dir wirklich einen Plan, was möchtest du denn erreichen. Dazu gehört, welche Thematik möchtest du, welche Problematik möchtest du lösen, also welches Thema möchtest du angehen. Daraus kannst du dann ableiten und darüber nachdenken, wie sieht denn eigentlich dein typischer Nutzer aus? Also was für eine Persona zum Beispiel ist es? Also du kannst mit Personas arbeiten, gibt aber ein paar andere Möglichkeiten. Aber visualisier dir einmal oder mach dir eben ein Gefühl für, wer ist dieser Mensch, dem du mit deiner App eben das Leben ein bisschen einfacher machen möchtest? Hat er denn eben genau dieses Problem, dass du im Nachgang auch nochmal schauen kannst oder auch dich mit Menschen eben genau aus dieser Gruppe versuchen zu unterhalten, um zu schauen, haben auch andere Menschen diese Thematik, wie sehr haben sie da Lust drauf, wie wahrscheinlich werden sie dafür vielleicht auch Geld ausgeben und welche genauen Wünsche haben sie denn auf das Produkt? Das ist so ein Part und dann natürlich geht es auch rein, mal wirklich zu überlegen, welche Screens werde ich brauchen, welche Inhalte müssen denn auf welchen Screens da sein. Also so ein Flow zum Beispiel auch zu bauen, dass ich einfach sehe, okay, ich muss mich registrieren können, ich muss mich einloggen können, ich muss was für sich was kaufen können, was ansehen, Fotos machen, was auch immer. Das kannst du wunderbar mit so einem Scribbles machen, also gibt es verschiedene Techniken. Wenn du dazu Infos oder Hilfe brauchst, dann melde dich super gerne mal, kannst auch gerne hier einfach unten drunter in den Kommentaren mal schreiben, in welchem Stand du gerade bist. Aber unterm Strich ist es wirklich so, dass du ganz, ganz stark hinten raus in der Entwicklung oder auch im Designprozess davon profitieren wirst, dass am Anfang du dir Gedanken darüber gemacht hast, was ist genau das Konzept. Was ist wie sieht der Mensch aus, für den ich eben ein Problem lösen möchte? Welches Problem ist das genau? Und eben, wie möchte ich das lösen? Und das Ganze dann halt eben auch mal mit verschiedenen Menschen durchsprechen und dir Input und Meinungen dazu einholen. Das wird das ganze Ding erheblich besser machen, wirst du sehen. Und dann kommt erst der Schritt, wo es dann langsam in die Umsetzung geht. Und da geht es dann natürlich auch, da brauchen wir dann natürlich auch ein bisschen Equipment. Und das wiederum hängt aber sehr, sehr stark davon ab, was du genau entwickeln willst. Da gibt es verschiedene Techniken. Grundsätzlich, wenn du auf iOS entwickeln willst, dann bist du zu einem Mac gezwungen, weil das nur dort geht. Möchtest du für Android entwickeln oder eine Cross-Plattform-Entwicklung, gibt es auch ein paar verschiedene Möglichkeiten. Dann geht es mit auch einem Mac, mit einem Windows-Rechner, auch mit einem Linux. Also da ist man relativ frei. Und dann brauchst du natürlich verschiedene Tools, die du installieren musst. Das ist aber relativ umfangreich, was es da an Möglichkeiten gibt. Darüber wollte ich im Grunde eigentlich gar nicht so wirklich reden, sondern wirklich mal ein bisschen diesen Irrglauben rausbringen, dass eben man hat eine Idee und fängt einfach an. Da kommt in der Regel wirklich, das wird unendlich lange so richtig was Gutes kommt nicht bei raus. Deswegen kann ich dir nur sehr stark empfehlen, nimm dir einfach mal ein paar Tage Zeit, schnapp dir ein Stück Papier, einen Stift und denk einfach dieses ganze Ding mal wirklich durch, für wen du was machst, was du genau machst und wie das Ganze funktionieren soll, um danach mal zu schauen, passt es denn alles zusammen und löse ich da wirklich ein Problem? Aber unterm Strich, eine App oder ein Projekt an sich wird dann erfolgreich, wenn du den Menschen das Leben ein bisschen einfacher machst und sie einfach richtig Lust darauf haben, dein neues Produkt zu nutzen. Von dem her, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn du in irgendeiner Form Hilfe dabei brauchst, melde dich einfach gerne bei uns, kannst dir einfach in den Kommentaren schreiben und ansonsten am besten einfach den Kanal abonnieren und einmal die Glocke aktivieren, dass du mitbekommst, wenn neue Videos kommen. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Lass es gut gehen. Ciao.